Hallihallo ihr Lieben, nach fast einem, weiß ich nicht, gefühlter Ewigkeit ist heute endlich der Tag, wo ich euch sagen kann, Mädels, meine Homepage ist endlich fertig. Es hat ewig gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut und ihr könnt quasi ab sofort auf www.kosmetik-kosmo.de, den Link stelle ich euch noch hier in den Kasten rein, alles shoppen, was ich immer so in meinen Videos benutze und natürlich auch noch viel, viel mehr. Ich bin total stolz auf die Homepage, sie ist echt schön geworden und in dem Zusammenhang möchte ich mich bei Lars und Michael bedanken, die sozusagen das technische Know-how dieser Seite gemacht haben und meine kryptischen Andeutungen von wegen, ja, ich hätte das gerne so und so, dann so umgesetzt haben, wie es jetzt aussieht. Also euch beiden herzlichen Dank dafür und ich denke, dass ihr beide euch auch freut, wenn die Kommentare hier unten dementsprechend abgegeben werden. Also, liebe Zuschauerinnen und Homepage-Besucherinnen, wenn euch die Seite gefallen hat, dann kommt hier wieder hin, lasst euren Kommentar. Wenn sie euch nicht gefallen hat, lasst ihn auch da, weil dann können wir vielleicht irgendwas verändern. Was noch nicht fertig ist, das ist diese Ecke, wo man quasi Coco schminken und anziehen kann. Da sind wir aber jetzt auch ganz dabei. Ich habe schon sozusagen Klamotten geshoppt für Coco, die der Zeichner jetzt umsetzt. Und ja, sobald das da ist, sage ich euch dann hier über YouTube nochmal Bescheid. Aber auf jeden Fall ist die Homepage jetzt endlich da und ich kann euch endlich meine ganzen Eröffnungsknaller, die ich sozusagen extra dafür besorgt habe, zeigen. Und ich würde gerne anfangen mit den MAC Pigmenten, die ihr bekommt. Ich habe die abgefüllt. Das sind immer 0,2 Gramm. Ich habe im Moment, glaube ich, 10 oder 12 Farben. Ich weiß es gar nicht genau, arbeite auf jeden Fall daran, dass es immer mehr werden. Ihr kriegt die in so kleinen Töpfchen abgefüllt und die Menge, die ist also wirklich ausreichend für jede Menge Schminken. Ihr wisst ja selber, wie die MAC-Pigmente, wie ergiebig die sind und ja, also das wäre das erste, MAC-Piggies zu haben. Dann, haha, schaut mal hier, Kosmetik Cosmo, meine eigenen Lidschatten. Ich habe jetzt mal nicht alle hier zum Video zeigen da, das sind jetzt mal 4 davon. Die sind in einem Töpfchen, oben ein Aufkleber, Kosmetik Cosmo, unten wie die Farbe heißt. Das ist jetzt zum Beispiel, na, kriegen wir das hin? Lilala. Finde ich gut den Namen. Naja, ist ja auch mein Lidschatten. Und die bekommt ihr mit einem Sieb innen drin. Ich habe hier mal einen, das ist der Apfel. Den zeige ich euch mal. Das ist also so ein Siebeinsatz drin, weil ich finde es immer schrecklich, wenn das dann alles so überläuft und so. Ja. Auf Mineralbasis, das heißt auch für Allergiker gut geeignet, sehr hoch pigmentiert. Und ich habe euch mal die geswatcht. Könnt ihr das sehen? So, hier bitte noch nicht hingucken, das kommt gleich. Das sind die 8 Farben, die es gibt. Wir fangen hier unten an, das ist Laguna, darüber kommt Karibik, darüber kommt Apfel, dann Kupferbeere, dann Prinzessin, dann Lilala, dann Mango und dann Roseanne. Das sind die 8 Farben, die ihr da bekommen könnt. Und dann machen wir jetzt hier gleich weiter. Was ich also auch habe, sind jetzt ziemlich viele Sachen von Coastal Scents. Das sind jetzt die Gel-Eyeliner. Meine absoluten neuen Lieblinge. Ich hatte die mit im Urlaub und habe eigentlich fast nur mit denen geschminkt. Das Make-up, was ich jetzt drauf habe, ist zum Beispiel auch der Lilane. Hier in Deep Plum. Und ich habe jetzt im Moment im Programm 5 Farben. Könnt ihr das sehen? Das sind jetzt mal 4. Und es gibt insgesamt, glaube ich, 10 oder so. Auf jeden Fall werde ich die auch noch bekommen. Das ist dann der grüne. Und die sind richtig klasse. Gel-Eyeliner, super aufzutragen. So sehen die aus auf der Haut. Kann man auch als Creme-Lidschatten nehmen, wenn man möchte. Aber zum Eyeliner ziehen sind die richtig, richtig klasse. Ich zeige euch auf jeden Fall noch, wie ich das gemacht habe. So ein Everyday-Look-Video, weil die richtig cool sind. Ebenfalls von Coastal Scents und das ist das, was ich jetzt wirklich schon monatelang in der Schublade habe, sind die Leerpaletten. Falls ihr euch noch erinnern könnt, ich habe doch mal ein Video gemacht, wo meine Lidschatten, meine gebastelte Lidschattenpalette vorgestellt wurde und das brauche ich jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich hier
sowas. Das ist also eine Leerpalette. Da sind dann schon die Pfännchen drin. Das seht ihr dann hier. So sehen die aus, wenn die leer sind. Und dann könnt ihr eure Pigmente, also zum Beispiel meine Lidschatten oder auch die von NYX, die könnt ihr dann pressen. Zusammen mit dem Easy Press, was echt ein super geiles Zeug ist, weil ihr könnt damit nicht nur die Pigmente pressen, wie jetzt zum Beispiel MAC, was ja auch mit Alkohol geht, sondern ihr könnt auch die Sachen pressen, die auf Mineralbasis sind. Diejenigen von euch, die das schon mal probiert haben mit Alkohol, die wissen genau, wenn das getrocknet ist und es auf Mineralbasis ist, dann stößt man das einmal an und dann fliegt das wieder auseinander. Das passiert euch mit Easy Press nicht. Ich mache euch direkt im Anschluss ein Video, wie ich das quasi gemacht habe. Und bei diesen ganzen Sachen, also das ist wie gesagt die Palette, da passen auch die MAC-Lidschatten rein. Also wer eine günstige Alternative zur MAC-Palette sucht, ich gucke jetzt mal eben, das hier ist zum Beispiel ein MAC-Lidschatten hier. Das Einzige, was sie halt nicht hat im Vergleich zu der MAC-Palette, sie ist nicht magnetisch. Allerdings diese hier, dieser kleine Quad, ebenfalls von Coastal Sense, der ist magnetisch. Da gibt es dann hier so ein kleines Löchlein, da kann man das rausnehmen. Da kann man aber dann nur diese Fännchen für nehmen, weil das eben die magnetischen Fännchen sind. Richtig schöner Spiegel. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe euch gar nicht gesagt, was die Sachen kosten. Naja, da mache ich dann immer ein Bemerkungsfeld dann hin. Okay, das waren die Paletten. Achso, ja, und wenn jemand schon eine MAC-Palette hat zum Beispiel, dann kann er hier diese Fännchen nehmen. Magnet runterkleben, das ist so ein 50er-Pack, kostet glaube ich 5,99 und dann kann er die also auch in seine MAC-Palette dann reinmachen. Das sind die Sachen, die ihr auch alle auf der Startseite findet. Nein, die Coastal Sense Eyeliner findet ihr nicht auf der Startseite, aber die ganzen anderen Sachen findet ihr auf der Startseite, genauso wie den Oberdauerbrenner, die 120er Lidschattenpalette. Auch neue Pinselsets sind da und ich wollte euch noch zeigen, ich habe eine neue Palette im Sortiment. Und zwar ist das die 78er Palette. Die kennt ihr vielleicht so oder so ähnlich auch schon von Coastal Sense. Die sieht so aus. Die hat Lidschatten in verschiedenen Farben, also schöne Nude-Töne, aber auch ein bisschen was Buntes. Das hier sind Lipglosse und hier unten habt ihr Rouge. Finde ich auch eine ziemlich coole Sache. Deswegen habe ich die auch in mein Programm aufgenommen. Gucken, ob ich euch demnächst dann nochmal ein Schminkvideo mache. Und ihr fragt mich auch immer wieder die anderen Paletten, die Coastal Sense hat. Also zum Beispiel die 88er oder die, sag schnell, die Rouge-Palette und solche Sachen. Die kommen auf jeden Fall, ich hoffe, vielleicht schon nächsten Monat, spätestens übernächsten Monat habe ich die. Also da gibt es auch sicherlich ein bisschen was Interessantes für euch. Dann wollte ich euch noch zeigen, ganz neu, ich bin ja ständig dabei, NYX zu erweitern, habe ich jetzt mal die Eyeshadow-Trios genommen, in verschiedenen Farben. Und ebenso habe ich jetzt auch von NYX Lippenstifte. Die habe ich jetzt gerade nicht hier, aber die könnt ihr dann ja auf der Seite sehen. Ich habe mich also wirklich bemüht, die Fotos gut hinzukriegen, dass es also von der Farbe möglichst in echt hinhaut. Und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen. Genauso wie ich bei meinen Lidschatten hier und den MAC Piggies Swatches gemacht habe. Ich habe das also quasi auf meinen Finger drauf gemacht und den dann so fotografiert. Und das kommt eigentlich auch ziemlich gut rüber. Das will ich definitiv für alle NYX Pigmente auch noch machen. Aber es ist halt relativ aufwendig und deswegen dauert das seine Zeit. Also ich bin total gespannt, wie ihr meine Homepage findet, was ihr zu den Eröffnungsknallern sagt, ob es wirklich Knaller sind oder ob ich nur meine, es sind welche. Naja, schreibt mir das alles bitte hier rein. Wie gesagt, ich schicke den Link auch an die beiden Jungs, die das programmiert haben. Und ich denke, jetzt nach so viel Arbeit haben die auch voll Bock drauf, sich ihre Lorbeeren abzuholen, die sie sich wirklich verdient haben. Habt ihr echt gut gemacht. Und ja, das war es erstmal. Bin sehr gespannt auf eure Reaktionen und sage für heute ciao, ciao, eure Coco, bis zum nächsten Mal.